Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Michael Paveletz. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Die China-Reise von Bundeskanzler Scholz hatte schon im Vorfeld Kontroversen ausgelöst, auch in der Ampelkoalition. Heute nun hat Scholz Gespräche in Peking geführt mit Staatschef Xi Jinping und mit Ministerpräsident Li Keqiang. Vor der Presse nannte Scholz seinen Besuch gut und richtig. Angesichts der globalen Krisen sei ein intensiver Austausch wichtig. Als großes Land trage China Verantwortung für den Frieden in der Welt. Der rote Teppich für Bundeskanzler Scholz. Es ist ein spezieller Empfang, der ihm bereitet wird, abgeschirmt vom normalen Leben in Peking. Erst nach einem Covid-Test darf er das Flugzeug verlassen. Das Treffen mit Staatsführer Xi, ohne Handschlag, ohne Geste der Begrüßung. Scholz betont im Gespräch mit Xi, man werde über eine Weiterentwicklung der Wirtschaftsbeziehungen reden, aber auch Differenzen ansprechen. Xi macht in seinem Eingangsstatement deutlich, dass er von Scholz einen pragmatischen Kurs erwartet. Nach einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Keqiang betont Scholz auf der gemeinsamen Pressekonferenz: Ich habe Präsident Xi gesagt, dass es wichtig ist, dass China seinen Einfluss auf Russland geltend macht. Es geht darum, die Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen, auf die wir uns alle verständigt haben, einzuhalten. China hat sich bislang nicht von Russland distanziert, profitiert wirtschaftlich sogar von den Sanktionen des Westens gegen Moskau. Doch Li gibt sich als Friedensstifter. Wir hoffen alle auf ein baldiges Ende. Eine weitere Eskalation kann sich niemand mehr leisten. Wir arbeiten daran, Frieden zu stiften und die Parteien zu Verhandlungen zu bewegen. Thema bei den bilateralen Gesprächen war auch die Situation der Menschenrechte in China. Scholz wies gegenüber der Presse darauf hin, vor allem die Situation der unterdrückten Minderheit der Uiguren angesprochen zu haben. Tamara Antony in Peking. Ja, wie schätzen Sie das ein? Wie deutlich waren denn die kritischen Töne des Kanzlers heute? Also es war schon so, dass er eben in der Pressekonferenz neben Li Keqiang stehend gesagt hat, dass er für die Menschenrechte einsteht, dass das wichtige Themen für ihn sind. Aber man muss auch bemerken, dass das etwas ist, was Merkel jedes Mal gemacht hat. Auch Merkel hat immer etwas in der Pressekonferenz gesagt zu den Menschenrechten, dass Deutschland für die Menschenrechte steht. Und Merkel hat auch immer noch während ihres Besuchs in Peking dann auf neutralem Grund, quasi auf dem Grund der deutschen Botschaft, Kritiker des Regimes getroffen. Und das wird wahrscheinlich etwas sein, was für Scholz gar nicht möglich ist, weil er ja in dieser Blase, in dieser Null-Covid-Blase hier ist und es damit schwierig ist, jemanden, der kritisch das Regime beurteilt, überhaupt in diese Blase mit reinzubringen. Die China-Reise des Kanzlers, bei uns Top-Thema. Welche Bedeutung hat der Besuch für China? Also hier in den Zeitungen, habe ich gerade mal geguckt, in den Online-Zeitungen, da gibt es ein großes Bild von dem Besuch der Staatspräsidentin von Tansania in China. Und nur klein unten links in der Ecke ist ein Bild von Scholz zu finden. Insofern in der öffentlichen Wahrnehmung spielt das keine große Rolle. Aber für das Regime ist es schon sehr wichtig, dass sie einen Draht wieder zu einem westlichen Land in Europa finden. Denn viele Freunde hat China nicht mehr im Westen. Tamara Antony, vielen Dank nach Peking. Und wir schauen mal auf das Verhältnis deutscher Unternehmen zu China. Denn Scholz ist zwar mit einer großen Wirtschaftsdelegation auf diese Reise gegangen, aber nicht alle, von denen man es erwartet hätte, sind mitgefahren. Samir Ibrahim, wer ist denn nicht dabei? Ja, auch die großen Konzerne sind nicht mehr dabei. Daimler beispielsweise fehlt, Continental, Schaeffler, um mal die Auto- bzw. ihre Zulieferer zu nennen. Aber auch Logistiker sind nicht mit an Bord. Hapag-Lloyd beispielsweise hat keine Zeit, ebenso die Deutsche Post. Auch da gab es eine Absage. Es sind in der Tat einige mitgefahren, die dringend auf Geschäfte in China auch angewiesen sind. Und in diesem Fall gibt es auch eine Erfolgsmeldung. BioNTech beispielsweise hat den Chef geschickt. Der hat im Vorfeld schon verhandelt und konnte jetzt verkünden, in China lebende Ausländer dürfen das Vaccin von BioNTech nehmen. Aktie springt auch kräftig an, weil man hier hofft, das ist erst der Anfang. Generell auch die Laune am deutschen Aktienmarkt relativ gut heute. Die Zinssorgen werden abgeschüttelt. Der DAX legt um gut 200 Punkte zu, steht aktuell bei 13.335 Punkten. Damit wäre es ein persönlicher Wochenschluss. Samir Ibrahim aus der Börse in Frankfurt, vielen Dank.
Am Sonntag beginnt in Ägypten die UN-Klimakonferenz. Da passt es gut, dass heute der Expertenrat für Klimafragen erstmals sein Zweijahresgutachten vorgelegt hat. Die Aufgabe des Expertenrats wird auch mit einer Notarfunktion für die Klimapolitik beschrieben. Er soll die Entwicklung der Treibhausgasemissionen im Auge behalten. Sein erstes Gutachten zeigt, dass Deutschland noch viele Hausaufgaben zu erledigen hat. Sonst werden die bis 2030 angestrebten Klimaziele nicht erreicht. Klimafreundliche Antriebe, erneuerbare Energien, Heizen ohne Öl und Gas. Es tut sich was in Deutschland. Doch neue Technik allein reiche nicht, um die Klimaziele zu erreichen, sagt der Klima-Expertenrat. Wir haben eben auch andere Wirkräume, Rückbau des Alten, Verhaltensänderungen, die zukünftig auch stärker adressiert werden müssen. Direkte Kritik an der Klimapolitik der Ampel üben die Experten nicht, fordern die Politik aber auf, auch unbequeme Botschaften zu senden. Beispiel Verkehr. Hier müsse der CO2-Ausstoß 14-mal stärker gesenkt werden als bisher. Das Elektroauto allein, zumal als Zweitwagen, sei nicht die Lösung. Wir werden natürlich in gewisser Hinsicht weniger den Verkehr in gewisser Weise reduzieren müssen. Und auch die beste Dämmung nützt nichts, wenn im Gegenzug die Heizung weiter aufgedreht wird. Vorschlag 19 Grad Raumtemperatur. Das heißt ja nicht, dass den ganzen Tag über 19 Grad sein muss, sondern es muss die Energieeffizienz erhöht werden. Das heißt, dass man zum Beispiel über intelligente Steuerung in Abwesenheitszeiten deutlich runtergeht. Ausreichend Klimaschutz braucht auch Verhaltensänderungen. Ein Weiter-so reiche nicht. Das ist die unbequeme Botschaft der Experten. Die Außenministerinnen und Minister der G7-Staaten beraten heute weiter in Münster. Geeinigt haben sie sich bereits auf eine umfangreiche Winterhilfe für die Ukraine. Die Gruppe will sich nun über die Lage im Iran und die Gewalt gegen Demonstrierende dort austauschen. Anschließend sind Gespräche mit Vertretern afrikanischer Länder geplant. Rupert Wiederwald, welche afrikanischen Vertreter sind heute dabei und warum? Ja, hier hinter mir im Rathaus von Münster sind etwa vor einer halben Stunde die Außenminister von Kenia und Ghana eingetroffen. Außerdem ein Vertreter der Afrikanischen Union. Und das ist kein Zufall, dass es ausgerechnet diese beiden afrikanischen Länder sind. Denn die sind auch derzeit die Vertreter Afrikas, zwei von dreien jedenfalls im UN-Sicherheitsrat. Und dort geht es natürlich in erster Linie auch darum, ihre Position zum Ukraine-Krieg und zu Russland. Diese beiden Länder haben den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verurteilt. Afrika ist natürlich auch betroffen von den Getreidelieferungen. Auf der anderen Seite, alles hängt mit allem zusammen, geht es natürlich auch um Libyen, das dominierende Thema heute Morgen bei der Sitzung der G7-Außenminister. Da möchte man halt in drei Dimensionen eigentlich über Libyen sprechen. Zum einen natürlich die Proteste in Libyen, die gewaltsam niedergedrückt werden. Dann auf der anderen Seite die Waffenlieferungen an Russland, die Drohnen, die gerade in der Ukraine eingesetzt werden, kommen aus dem Iran. Und dann natürlich dann auch das Atomabkommen, das derzeit, wie der EU-Außenbeauftragte Borrell gesagt hat, derzeit im Stillstand sei. Das allerdings sei ein gutes Zeichen, denn es sei immer noch nicht komplett gescheitert. Das sind also die Themen, die heute hier verhandelt werden, auch eben mit den afrikanischen Vertretern. Rupert Wiederwald, danke nach Münster. Seit Wochen gehen in iranischen Städten Gegner des Regimes auf die Straße. Heute zeigt das Staatsfernsehen Demonstrationen von Anhängern der Führung in Teheran, wie immer am 4. November. Denn vor 43 Jahren hatten Studenten die US-Botschaft in der iranischen Hauptstadt gestürmt. Diplomaten wurden als Geiseln genommen, um die Auslieferung des ins Exil geflüchteten Schahs Reza Pahlavi zu erzwingen. Irans Präsident Raisi nutzte den Jahrestag, um der Protestbewegung zu drohen. Unsere Korrespondentin für den Iran ist zurzeit in Istanbul, weil sie nicht in den Iran einreisen darf. Katharina Willinger, wie wird der heutige Tag in dem Land begangen? Ja, tatsächlich so wie in den Jahren zuvor. Also man sieht tatsächlich die üblichen Aussagen und Slogans, hört man gegen den imperialistischen Feind, wie man in Teheran sagt, gegen die Amerikaner allen voran. US-Flaggen werden verbrannt und es wird den Amerikanern ein Untergang sozusagen gewünscht. Raisi hat tatsächlich als erster Präsident in der Geschichte der Islamischen Republik vor Ort gesprochen und hat auf Präsident Biden reagiert, der ja gestern gesagt hat in einer Wahlkampfveranstaltung, man würde den Iran bald befreien.
befreien. Und Raisi hat heute geantwortet, keine Sorge, ihr braucht uns nicht befreien. Der Iran wurde vor 43 Jahren, also er meint die Islamische Revolution, befreit. Und so wurde das heute begangen und steht natürlich in einem krassen Gegensatz zu den aktuellen Anti-Regime-Protesten, die ja seit 7 Wochen im Iran stattfinden. Und diese Demonstrationen, die gehen ja weiter. Welche Informationen haben Sie da zurzeit? Ja, tatsächlich gehen sie täglich weiter, mal lauter, mal leiser. Gestern war sehr viel los auf den Straßen, beispielsweise in Karaj. Das ist eine 500.000 Einwohnerstadt westlich von Teheran. Da wurde protestiert wieder. Da gab es auch wieder große Gewalt von Seiten Sicherheitskräfte. Es ist auch die Rede davon, dass Polizisten ums Leben gekommen sein soll. Unabhängig bestätigen kann man das nicht, denn die Medienberichterstattung wird ja extrem eingeschränkt oder komplett unterbunden. Aber die Proteste scheinen weiterzugehen. Das hören wir von Augenzeugen vor Ort jeden Tag in Teheran. Daran kam es auch heute wieder an mehreren Universitäten zu Protesten. Katharina Willinger, vielen Dank. Nach der Übernahme durch Elon Musk wird bei Twitter reihenweise Personal abgebaut. Das Management und der Verwaltungsrat des Kurznachrichtendienstes sind bereits weg. Heute nun sollen die Beschäftigten erfahren, ob sie ihre Arbeit behalten oder nicht. Medienberichten zufolge will Musk etwa 3.700 Jobs und damit jeden zweiten Arbeitsplatz streichen. Daumen hoch. Jetzt will der reichste Mensch der Welt, Elon Musk, die Übernahme des Blockbusters Twitter auch profitabel machen, offenbar mit Massenentlassungen. Seit Tagen gab es solche Vermutungen. In diesem Rundschreiben des Unternehmens, das mehrere US-Medien veröffentlichten, heißt es nun, die Twitter-Mitarbeiter würden heute gegen 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit per Mail erfahren, ob sie ihren Job verlieren oder nicht. Die Mail werde mit dem Betreff »Ihre Rolle bei Twitter« versehen sein. Wer seinen Job verliere, solle weitere Informationen an seine private E-Mail-Adresse erhalten. Alle Twitter-Büros würden am Freitag geschlossen bleiben und alle Zugangskarten deaktiviert werden, teilte das Unternehmen mit. Offenbar eine Vorsichtsmaßnahme, um mögliche Proteste Entlassener auszuschließen. Laut Medienberichten könnte rund jeder zweite Arbeitsplatz wegfallen. Unterdessen wird bekannt, dass sich gegen die angekündigten Entlassungen juristischer Widerstand formiert. Laut Reuters soll bei einem Bundesgericht in San Francisco Sammelklage eingereicht worden sein, noch bevor die Mails an die Mitarbeiter überhaupt raus sind. Erste Stufen von Grab entdeckt. Als der britische Archäologe Howard Carter am 4. November 1922 diese Zeilen notierte, dürfte seine Aufregung groß gewesen sein. Ins Unermessliche stieg sie sicher, als ihm klar wurde, was er dort in Luxor im Tal der Könige gefunden hatte, nämlich das Grab des Pharaos Tutanchamun. 100 Jahre später ist die Faszination für den Kindkönig aus der ägyptischen Antike ungebrochen. Er zieht die Welt bis heute in den Bann, Tutanchamun. Vor 3300 Jahren starb der König im Alter von 19 Jahren nach einem Unfall. Ein vergleichsweise unbedeutender Pharao, und doch prägte er das Bild des alten Ägypten wie kein anderer. Die Entdeckung seines Grabes, eine Sensation. Genau ein Jahrhundert ist es nun her, dass sie den jugendlichen König entdeckt haben. Er hat die ganze Welt verrückt gemacht. Der britische Archäologe Howard Carter entdeckte das Grab im Tal der Könige. Das einzige, das nicht geplündert worden war. Über Jahrtausende lag es verschüttet unter dem Grab von Ramses VI. Neben dem Goldsarkophag fand Carter mehr als 5000 weitere Kostbarkeiten. Holzkisten, Kleidungsstücke, Sandalen, Gehstücke. Die alten Schätze prägen das Bild des alten Ägypten bis heute. Für den Ägyptologen Sahi Hawass der bedeutendste Fund der Menschheitsgeschichte. Er steht für Abenteuer und Magie. Es ist ein fantastischer Fund, der das Herz der Menschen geöffnet hat. Wenn Sie ein Kind in Deutschland im Alter von 8 Jahren nach Ägypten fragen, wird er Tutanchamun sagen. Im März soll Tutanchamun im neuen Ägyptischen Museum in Kairo ausgestellt werden. Zwei Hallen mit mehr als 7000 Quadratmetern werden ihm gewidmet. Seine letzte Ruhestätte nach einer langen Odyssee. Die Wetter.